Tor? Ja, absolut. Gut. Das zu dem Thema. Ich komme jetzt auch quasi zum Revolverhelden in einer anderen Weise. Vielleicht kennt ihr diese YouTube-Videos von der Bundeswehr, wo dann quasi das A-Team anmarschiert kommt und keiner verletzt wird und alle gewinnen irgendwie. Dazu habe ich einen Text geschrieben, Wehrpflicht gibt es nicht mehr, aber noch Wehrdienst und das gehört auch abgeschafft. Und der Text heißt Revolverheld. Ihr preist euren Verein an, als wär's das Größte. Als wärt ihr es gewesen, die jedes Problem lösen, als seid ihr es, die uns in Frieden bringen und dabei freudig ihre Lieder singen. Gutes Geld im Urlaub, 25 Grad im Schatten. Zeltlager-Feeling original mit echten Ratten erinnert euch an die beste Zeit, die wir jemals hatten. Sie kommt zurück. Warum auf sie warten? Jeden Tag Räuber und Gendarm spielen. Beim Verstecken und Fangen sich im Dreck rumsielen, Löcher bis zum Mittelpunkt der Erde graben, Schluss mit Kopf zerbrechen, bei uns gibt's Antworten, keine Fragen. Bei uns kannst du echter Mann sein, bei uns kannst du deinen Trieb befreien, bei uns kannst du jeder Sache Herr werden, alles wird gut, du musst nur Mitglied vom Heer werden, leer werden, müssen unsere Staatskassen rum das Geld nicht für den neuesten Tarnlook verprassen. Herzlich willkommen im Staat, der einfach zu viele Waffen hat. Ich sage euch, das ist kein Heil der Welt mehr. Wehr dich gegen Wehrdienst, der Scheiß gehört abgeschafft, platt gemacht. Wir sind das Volk und gegen Gewalt. Da habt ihr nun die Wehrpflicht abgeschafft. Und trotzdem macht ihr Werbung für euren Kampfeinsatz. Ihr sagt euch, kann man Disziplin und Ordnung lernen? Das ist Job der Eltern, nicht der Kasernen. Ach, hört endlich mal auf mit der Propagandascheiße. Eure Stimme nach Nachwuchs kriegt wie ein Rabe, heißer, verheißungsvoll sind der Ruhm und das Geld, wenn man sich als Ritter der Nation den bösen Mächten stellt. Schon als ich klein war, steckte ihr in meinem Kopf drin, ich wollte nur eins in den Kampfjet-Cockpit, über den Wolken fliegen, Raketengefechte in der Luft, der Duft von Heldenruhm liegt in der Luft, frei sein, beim Angriff theatralisch schreien, Abenteuer, Spielplatz, Schlachtfeld. Es ist leichter weg, statt hinzusehen, wenn ein Mensch in der Schlacht fällt. Und dann sagte, wie es toll ist, einen Panzer zu fahren und exportiert noch nebenbei Waffen in den Sudan, die werden Kinder tragen und das wisst ihr. Und das wisst ihr. Herzlich willkommen im Staat, der einfach zu viele Waffen hat. Ich sage euch, das ist kein Heil der Welt wert. Wehr dich gegen Wehrdienst, der Scheiß gehört abgeschafft, platt gemacht. Wir sind das Volk und gegen Gewalt. Krieg, ein gutes Mittel der Geburtenkontrolle. Abtreibung kommt etwas später, aber was spielt's für eine Rolle? Denn so hält Festung Europa vielleicht noch etwas länger stand. Das Boot ist voll, und zwar bis zum Rand an der Reling Friedenseinsatz. Bei welchem Frieden sterben Menschen? Bei welchem Frieden kommt es zu kämpfen? Solange kein Deutscher oder Zivilist verletzt wird, ist alles gut. Jeder Mensch ist Opfer. Versteht meine Wut. Denn Krieg ist Krieg und wird auch immer Krieg bleiben. Und selbst Soldaten sind und bleiben Menschen, die für das Glück der anderen leiden. Herzlich willkommen im Staat, der einfach zu viele Waffen hat. Ich sage euch, das ist kein Gehalt der Welt wert. Wehr dich gegen Wehrdienst, der Scheiß gehört abgeschafft, platt gemacht. Wir sind das Volk und gegen Gewalt. Genau, danke. Jeder weiß, Menschen machen Fehler und allzu menschlich ist jeder Feldherr. Über diese Kriegertypen berichten an die Siegermythen, wie sie Soldaten glorreich führten. Dass sie selbst jede Waffe berührten, bleibt verschwiegen, während sie ihn zum Helden kürten und Soldaten im Graben reglos liegen. Von einzelnen Entscheidungen hängen Menschen Leben ab. Das ist wieder der Natur, genau das hab ich satt und ich hab da diesen Wunsch. Diese ganze Kriegerei. Lass sie doch mal einfach sein. Das Leben ist schon schwer genug, lass es doch mal einfach sein. Leg die schwere Mut beiseite, lass dich doch mal einfach sein. Besieg die leere Wut im Leibe, lass die anderen anders sein. Und wenn hier jemand sitzt, vor der Entscheidung steht, verpflichte dich nicht. Denn man ist kein Revolverheld, nur weil man einen Revolver hält. Und an die Politiker da draußen, vielleicht auch vor der Mattscheibe oder hier im Publikum, leiht mir kurz euer Ohr, meine Zeit ist gleich um. Der Etat der Bundeswehr, rund 30 Milliarden. Was könnte man davon bauen? 2,3 Millionen ist euch ein Menschenleben, ist euch eine Hundemarke wert. Ich sage euch, spart euch das Geld. Nehmt es und rettet die Welt oder macht sie zumindest ein Stück besser. Denn wahre Ehre zeigt der, wer Gewehr und Messer erhebt und einfach so niederlegt.